Ja, herzlich willkommen auf der Mitmachplattform der Saarländischen Landesregierung zur Frankreich-Strategie. Das ist der Ort, an dem Sie sich informieren, mitdiskutieren können, aber insbesondere auch eigene Vorschläge einbringen können zum Gelingen dieser Strategie, die wir Saarländer uns vor mehr als 5 Jahren gegeben haben. Partizipation ist von Anfang an der Schlüssel zu einer erfolgreichen Frankreich-Strategie gewesen. Zu Beginn vor 6 Jahren haben wir über 740 Akteure als saarländische Landesregierung eingebunden in die Konzeption dessen, was wir seitdem in 3 Feuilles de route weiterentwickelt haben, zu dem, was wir heute in der Verbesserung und Verstärkung der Orientierung des Saarlandes hin in Richtung Frankreich, aber auch in Richtung der frankophonen Welt gemeinsam umsetzen. Letzte Woche war der neue französische Generalkonsul hier zu Gast und heute ganz spannende Gäste, die für uns zentrale Akteure der Frankreich-Strategie seit vielen Jahren sind, nämlich Vertreterinnen und Vertreter der Hochschulen, allen voran Frau Vizepräsidentin Professor Dr. Claudia Polzin-Haumann, Frau Dr. Christina Reis vom Zentrum für Mehrsprachigkeit und 2 Studierende, Frau Schröder und Herr Pent. Ich komme gleich nochmal auf Sie zurück. Morgen ist der deutsch-französische Tag, der 22. Januar, an dem im Jahr 1963 der Élysée-Vertrag unterschrieben worden ist, sozusagen die Grundlage der deutsch-französischen Zusammenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten. Im Grunde genommen eine einzigartige Liebesgeschichte zwischen 2 Völkern, die sich früher hassen sollten, aber heute aus sich heraus in Freundschaft verbunden sind und die damit auch Motor des europäischen Einigungsprozesses sind, insbesondere hier in unserer Grenzregion. 91% der Franzosen haben, sagen sie von sich selbst, ein positives Bild von Deutschland und 83% der Deutschen sagen, und das ist auch keine Selbstverständlichkeit, Frankreich ist mit Sicherheit unser wichtigster Partner in der Welt. Und für uns Saarländerinnen und Saarländer gilt das ohnehin. Frankreich ist für uns nicht nur sehr nahe, emotional, geografisch. Frankreich ist im Übrigen auch unser wichtigster ökonomischer Handelspartner und unser wichtigster Partner in ganz vielen Bereichen, ob es in Politik, in Hochschulen und in vielen anderen Bereichen auch ist. Frankophonie, Mehrsprachigkeit, darüber wollen wir heute sprechen, ist im Saarland besonders ausgeprägt. Ich will Sie nicht mit Zahlen langweilen, aber man kann im Grunde genommen sagen, nirgends lernen so viele Kinder in der Kita und in der Schule Französisch wie in unserer Region. Nirgends gibt es so viele deutsch-französische Studiengänge, sei es im Rahmen der Universität der Großregion, sei es im Rahmen von ISFATES, der ältesten deutsch-französischen Hochschulkooperation. Nirgends gibt es so viele Ausbildungsgänge, aber auch im Bereich der beruflichen Bildung wie in unserer Region. Und nirgends können Sie in Deutschland vor einem Landgericht, und das ist bei uns der Fall, auf Französisch bei der Kammer für Handelssachen und im Verbraucherschutz auf Französisch plädieren. Das gibt es nur im Saarland. Und das zeigt im Übrigen auch, und darüber werden wir heute auch sprechen, und das ist mir wichtig von Anfang an zu betonen, die Betonung des Französischen, das Ziel Mehrsprachigkeit und Französisch zur zweiten Verkehrssprache binnen einer Generation zu machen, so haben wir es definiert für uns im Saarland, ist kein Widerspruch zur Lingua Franca unserer Zeit, ist kein Widerspruch zu Englisch. Emmanuel Macron würde wahrscheinlich sagen, il faut le faire en même temps. So ist es auch. Wer heute Schülerinnen und Schüler vor die Entscheidung stellt, ob sie Englisch oder Französisch lernen, das ist ungefähr genauso schlau, wie sie zu fragen, ob sie schreiben oder lesen lernen wollen. Beides gehört dazu. Beides ist das, was wir als Mehrsprachigkeit verstehen. Das ist ein langer Prozess, das ist ein Marathon und dafür braucht es ganz viele Unterstützer. Und die wesentlichen Unterstützer, einige wesentliche Unterstützer, sind insbesondere unsere Hochschulen, unsere Universität. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass ich, und das will ich dann nochmal tun, die Vizepräsidentin der Universität des Saarlandes für internationale und europäische Angelegenheit, Frau Professor Dr. Claudia Polzin-Haumann, begrüßen darf, Frau Dr. Christina Reisner vom Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit, auch Ihnen ein herzliches Willkommen und nicht zuletzt Frau Nicole Schröder und Herr Max Pent, die beide Studierende an unserer Hochschulen sind und damit auch das, was wir heute diskutieren wollen, tatsächlich leben. Sie haben nachher
die Zuschauer die Möglichkeit, über Facebook auch Fragen zu stellen, zu diskutieren, denn dafür ist die Mitmach-Plattform da. Jetzt möchte ich aber zuallererst Frau Claudia Polzin-Haumann das Wort geben für ihren Impuls, danach Frau Reisner und dann das Wort geben an die beiden Studierenden, Frau Polzin-Haumann, vous avez la parole. Merci beaucoup. Des Saarlandes als Partner der Frankreich-Strategie liegt und ich stelle Ihnen im Folgenden gerne das besondere Profil der Universität des Saarlandes vor. Sie wurde 1948 gegründet mit französischer Unterstützung und durch diese besondere deutsch-französische Gründungsgeschichte, damals ja durchaus nicht, etwas sehr Besonderes, liegt ja quasi das Franco-Allemand in ihrer DNA. Und noch heute sind die Beziehungen zu Frankreich und der frankophonen Welt besonders eng und das zeigt sich an vielen unterschiedlichen Facetten. Als einzige Universität in Deutschland hat die UDS noch heute 4 frankophone Lehrstühle, einen in der Germanistik, einen in der Romanistik und 2 in der Rechtswissenschaft, die französische Abschlüsse verleihen. Es gibt an der UDS darüber hinaus viele Frankreich- und Frankophonie-orientierte Einrichtungen, die sich um die rege Beziehungen zu Frankreich und der frankophonen Welt kümmern, zum Beispiel das Centre Juridique Franco-Allemand oder das Frankreich-Zentrum. Auch das Frankreich-Zentrum ist in seiner Form einzigartig in Deutschland. Es gehört nämlich nicht in eine Fakultät, sondern es ist eine zentrale Einrichtung. Und hier laufen sozusagen die Fäden zusammen in Sachen Frankreich. Und hier wird die Forschung mit Frankreich und frankophonen Partnern, aber auch die Forschung über Frankreich und die frankophone Welt koordiniert. Das Frankreich-Zentrum organisiert auch regelmäßig eine französische Gastdozentur. Das heißt, hier holen wir uns Kollegen aus Frankreich an die UDS, die dann jeweils für ein Semester hier forschen und lehren. An der Romanistik angesiedelt ist auch das Institut d'études françaises, das französische Kultur vermittelt und den deutsch-französischen Dialog fördert. Es klang gerade schon an, es gibt eine große Vielfalt an deutsch-französischen Studiengängen, in denen Frankreich und die frankophone Welt eine bedeutende Rolle spielen. Viele dieser Studiengänge, nicht nur in der Romanistik, werden ganz oder teilweise auf Französisch angeboten. Man hört also auch viel Französisch auf dem Campus. Das Angebot an Studiengängen geht aber tatsächlich durch alle Fächer. Von den 28 internationalen Studiengängen, die UDS hat, sind 14 durch die Deutsch-Französische Hochschule gefördert. Darauf sind wir sehr stolz, weil das auch ein großer Qualitätsnachweis ist. Und wie gesagt, es werden hier wirklich die Frankreich-Expertinnen und Experten von morgen ausgebildet. Nur ein paar Beispiele möchte ich nennen, exemplarisch. Deutsch-Französische Studiengänge, grenzüberschreitende Kooperation und Kommunikation, hier mit Partnerhochschulen in Frankreich und Luxemburg und Inhalten aus der Sprach- und Kulturwissenschaft, aber eben auch Wirtschaft und Politik. Dann gibt es den Studiengang Droit français et allemand, ein binationaler Studiengang, wo man eben auch nach 3 Jahren den Bachelorabschluss die Licence de Droit erwerben kann. Es gibt aber auch integrierte Studiengänge in den Fächern Materialwissenschaft und Werkstofftechnik oder Human- und Molekularbiologie oder Physik, nur um das ganze Fächerspektrum hier einmal umrissen zu haben. Damit die Absolventinnen und Absolventen auch konkret auf die grenzüberschreitenden internationalen Arbeitsmärkte vorbereitet werden, gibt es ein deutsch-französisches Praktikumsbüro, das Seminare organisiert und auch Praktika vermittelt. In diesen Praktika geht es natürlich um sprachliche Fragen, aber auch um kulturelle Unterschiede in der Arbeitswelt. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, das sehr verwandt ist mit der Mehrsprachigkeit, die interkulturelle Kompetenz. Wir sehen hier also, dass Franco-Allemand spielt eine wichtige Rolle, aber wie es ja auch eingangs gesagt wurde, gibt es neben den rein deutsch-französischen Studiengängen solche, die mit Partnern in der Großregion organisiert werden, aber welche, wo die deutsch-französische Achse sozusagen tragend ist, aber
Studiengänge, die eben deutlich darüber hinausgehen, nach Europa oder eben sogar über Europa hinaus. Wir haben viele Partnerhochschulen in Frankreich und der Frankophonie. Wir haben zum Beispiel Kooperationsprojekte mit Kanada oder dem frankophonen Afrika. Das bedeutet auch, dass nicht nur Dozierende und Studierende unserer Universität in die frankophone Welt gehen, sondern dass wir auch Gäste aus diesen Gebieten auf dem Campus empfangen. Und da spielt natürlich die besondere geografische Lage des Saarlandes und unserer Universität eine große Rolle. Vielleicht könnte man also sagen, wenn das Saarland das französischste aller Bundesländer ist, dann ist die Universität des Saarlandes, so versteht sie sich zumindest, die französischste aller deutschen Universitäten. Dass das nicht die Universität des Saarlandes alleine so sieht, sondern dass man das durchaus auch wahrnimmt in Frankreich, zeigt sich nicht zuletzt auch daran, dass wir als erste deutsche Universität assoziierter Partner sind in der Agence Universitaire de la Francophonie, in der AUF, worauf wir natürlich ebenfalls sehr stolz sind. Die besondere Verankerung in der Großregion wurde ja gerade schon angesprochen und sie zeigt sich auch daran, dass die Universität des Saarlandes vor mittlerweile mehr als 10 Jahren die Universität der Großregion ins Leben gerufen hat, mit aufgebaut hat und auch heute noch entscheidend anführt. Für uns ist mittlerweile der grenzüberschreitende Austausch mit den Partnern in Luxemburg, Lothringen, der Wallonie und Teilen von Rheinland-Pfalz im Labor Großregionen wirklich zur Selbstverständlichkeit geworden. Und das ist ein Stück Normalität, sowohl für die Studierenden als auch für die Dozierenden. Davon zeugt nicht zuletzt auch die Tatsache, dass in diesem Verbund gemeinsam ein ganz besonderer Masterstudiengang entwickelt wurde, nämlich der Master Border Studies, in dem Grenzraumexperten ausgebildet werden für Wirtschaft, Kultur, Verwaltung und Politik. Und mit diesem Studiengang ziehen wir tatsächlich Studierende aus ganz Deutschland, Europa und auch der ganzen Welt ins Saarland. Mit diesem so innovativen, grenzüberschreitenden Hochschulraum ist die Uni GR durchaus eine Vorläuferin dessen, was Macron in seiner mittlerweile legendären Sorbonne-Rede als europäische Universitäten bezeichnet hat, diese Vision, die er da aufgestellt hat. Und daher ist es vielleicht auch nicht kein Zufall, dass 3 der Mitglieder der Uni GR mittlerweile auch selbst unter den Pilotprojekten der europäischen Hochschulen sind, darunter auch die Universität des Saarlandes als Koordinationsuniversität der Allianz Transform for Europe, T4E. Das heißt, die Erfahrung, die wir aus unserer Geschichte und unserer gelebten deutsch-französischen und europäischen Orientierung ziehen, die entwickeln wir dann auch weiter und versuchen sie für innovative Projekte weiter einzusetzen. Unser Frankreich-Fokus, ich glaube, das hat man sehr gut gesehen an diesen wenigen Beispielen, ist also immer in größere Kontexte eingebettet, sei es in der Großregion, sei es darüber hinaus. Und so ist es ja auch mit der französischen Sprache, denn Wissenschaft ist international und Wissenschaft ist mehrsprachig. Und das gilt auch natürlich für die Universität insgesamt. Und ich möchte daher als letztes Beispiel auf unser Projekt Dreisprachiger Campus eingehen. Damit ist eine Politik der Mehrsprachigkeit gemeint, die besonders die 3 Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch fördert. Deutsch als Landessprache, Französisch als Nachbar- und Partnersprache und Englisch als Weltsprache und Lingua Franca. Denn alle 3 Sprachen sind wichtig und alle 3 Sprachen sollten in je spezifischen Konstellationen natürlich zum Portfolio gehören. Und ich denke, auch hieran zeigt sich nochmal besonders gut das, was der Universität des Saarlandes besonders wichtig ist. Das deutsch-französische Profil pflegen, ohne die darüber hinausgehenden Aspekte zu vernachlässigen. Die geografische Lage im Herzen der Saarlouis-Lux-Region und die wichtige Rolle des Französischen verbinden mit größeren europäischen und internationalen
Anliegen und diesen Kontext eben dadurch mitzugestalten. Also ich würde mal verkürzt die Formel sagen, Frankreich, Französisch und mehr. Ganz im Sinne, wenn ich das hier abschließend zitieren darf, des Eckpunktepapiers zur Frankreich-Strategie, wo es ja auch heißt, es geht um die Schaffung eines mehrsprachigen Raums deutsch-französischer Prägung. Und ja, die Universität des Saarlandes versteht sich als wichtiger Akteur, diesen mehrsprachigen Raum auch wesentlich mitzugestalten. Vielen Dank, das war es erstmal von meiner Seite. Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Polzin-Haumann, für diesen ersten Einblick auch in das deutsch-französisch-internationale Profil unserer Universität, die es, sage ich mal, gerade mit dieser deutsch-französischen Profilierung schafft, eine besondere internationale Erkennbarkeit auch zu bekommen, weit über die Frankophonie hinaus. Das haben Ihre Beispiele, glaube ich, eindrucksvoll gezeigt. Und es ist in der Tat spannend, wenn man irgendwo auf der Welt unterwegs ist, wie viele Menschen vielleicht mit dem Begriff Saarland wenig anfangen können, aber die Universität des Saarlandes sehr gut kennen, weil sie hier Sprachunterricht gemacht haben, weil sie hier studiert haben, weil eben die Internationalität unserer Universität wirklich großartig ist. Das sieht man insbesondere mit Blick auf die Studierenden, die Alumni, die unsere Hochschulen insgesamt, aber die UDS ganz besonders haben. Ich freue mich jetzt, dass ich einer weiteren Vertreterin unserer Hochschullandschaft, Frau Dr. Christina Reisner vom Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit, das Wort geben darf. Frau Dr. Reisner, wir freuen uns auf Ihren Input. Wir müssten Sie demuten, wie man so schön sagt. Ich weiß nicht, ob das die Regie kann oder ob Sie das selbst können. Jetzt. Ich bitte um Entschuldigung. So ist das mit Live-Übertragung. Pardon. Meine Maus wollte nicht, wie ich wollte. Also ich freue mich sehr, ein kurzes Schlaglicht oder ein paar kurze Schlaglichter auf die romanistische Lehrerausbildung an der Universität des Saarlandes geben zu dürfen. Denn Claudia Polzin-Haumann hat es gerade sehr schön formuliert mit Französisch und mehr. Und das ist auch unsere Zielsetzung in der Ausbildung der zukünftigen Französischlehrer. Dem Französischen kommt natürlich eine besondere Rolle zu in der Lehramtsausbildung, aber eben auch der Mehrsprachigkeit kommt in diesem Zusammenhang ein besonderer Raum zu. Was die Ausbildung der zukünftigen Französischlehrer angeht, ist es vielleicht besonders interessant, dass im Moment gerade eine neue Studienordnung in Vorbereitung ist, bei der es 15 Studienplätze für Französisch in der Primarstufe geben wird. Das ist eine Neuerung, auf die wir sehr stolz sind und an der wir lange gearbeitet haben und die aber dazu ist, dass Französische einen deutlich wichtigeren, stärkeren Platz in der Grundschullehrerausbildung bekommen kann. Und für mich als Abteilungsleiterin für das frühe Französischlernen ist es eben besonders erfreulich, dass das eben hoffentlich schon diesen Herbst starten wird, das neue Programm. Aber auch in den anderen Studiengängen, Lehramtsstudiengängen geschieht viel. Entschuldigen Sie bitte, ich muss jetzt die Tür zumachen. Oh, das ist ja furchtbar. So, danke. Geschieht viel. Live, wie es nicht sein soll. Okay. Um eben die zukünftigen Französischlehrer gut auszubilden und zu qualifizieren für das Unterrichten in dieser Grenzregion, das ja durchaus auch spezifische Anforderungen, aber auch Potenziale für das Französische bietet. Ich habe schon gesagt, neben Französisch spielt Mehrsprachigkeit eine besondere Rolle. Und vor diesem Hintergrund veranstalten wir oder organisieren wir seit 2010 schon regelmäßig Schulprojekte zur Mehrsprachigkeit, bei denen das Französische eine zentrale Rolle spielt. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Hier arbeiten wir mit unseren Studierenden zusammen,
im Rahmen von universitären Lehramtsveranstaltungen und gehen dann für 3 bis 5 Tage in die Schulen, um dort den Kindern und den Schülerinnen und Schülern, oft sind sie auch schon älter, den Mehrsprachigkeitsgedanken näher zu bringen. Es ist sehr wichtig, sie zu sensibilisieren für die Bedeutung der Mehrsprachigkeit, und zwar sowohl für die eigene mehrsprachige Kompetenz oder die eigenen Sprachkompetenzen, aber eben auch für die Bedeutung der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit und all dem, was dafür damit zusammenhängt. Wir beginnen in den Schulprojekten damit, dass die Schülerinnen und Schüler über ihre Sprachen nachdenken, über die besondere Rolle, die das Sprachenlernen für sie hat, aber auch darüber, welche Sprache für sie besonders wichtig ist, in welchen Situationen sie besonders wichtig ist und welche Sprachen ihnen besonders am Herzen liegen. Oftmals ist es so, dass da in diesen Situationen dann tatsächlich zum ersten Mal überhaupt die Familiensprachen zum Beispiel der Schülerinnen und Schüler thematisiert werden, und das eben in einem positiven Ambiente. Sie werden wertgeschätzt, es ist was Besonderes, mehrsprachig zu sein, und das ist eben für die Identitäts- und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie sich eben auf diese Weise mit der Mehrsprachigkeit in der Klasse schon mal auseinandersetzen und damit den Umgang mit Mehrsprachigkeit trainieren, sensibilisiert werden für all das, was damit zusammenhängt, und damit eben auch ihre eigenen interkulturellen Kompetenzen ausbauen können. Wir sprechen mit den Schülerinnen und Schülern in den Schulprojekten natürlich auch über das Sprachenlernen als solches, also das Wie des Sprachenlernens, das Warum des Sprachenlernens, auch das ja wichtige Aspekte, die dazu führen, dass man vielleicht besser oder bewusster mit auch den eigenen Sprachen umgehen kann. Ein weiterer zentraler Aspekt unserer Projekttage ist das Vernetzen der vorhandenen Sprachen, der bei den Schülerinnen und Schülern vorhandenen, vielleicht vorgelernten Fremdsprachen, aber eben auch Familiensprachen und der zu lernenden Sprachen. Aus lerntheoretischer Sicht sind sprachenübergreifende und auf mehreren Sprachen basierende Aktivitäten besonders effektiv für den Lernprozess und wirken sich insbesondere auf die Sprachenbewusstheit aus. Und das ist ein ganz besonders wichtiger Faktor beim Sprachenlernen, der inzwischen ja auch in den Bildungsstandards zum Beispiel einen eigenen Kompetenzbereich bildet. Die Sensibilisierung dafür, dass alles Sprachenwissen und Können miteinander in Zusammenhang steht und interagiert und dass man das, was man alles schon weiß, auch gezielt beim weiteren Sprachenlernen, insbesondere natürlich dann auch beim schulischen Fremdsprachenlernen, benutzen kann oder nutzen kann, einsetzen kann, das bemühen wir uns jedenfalls besonders hervorzuheben, und dabei kommt besonders das Französische ins Spiel, denn das Französische ist insofern von besonderer Bedeutung, wenn es sich um nah verwandte Sprachen, also zum Beispiel Italienisch und Spanisch handelt, denn all das, was die Schülerinnen und Schüler aus dem Französischunterricht schon kennen und wissen, das können sie ganz nützlich einsetzen, wenn es darum geht, Texte auf Französisch, auf Spanisch oder Italienisch zu verstehen. Und wir zeigen Ihnen allerdings auch, dass Sie so Sprachen in solchen Sprachen wie Rumänisch oder Portugiesisch oder dem Rätoromanischen in der Schweiz, dass Sie da einiges verstehen, sich erschließen können, allein auf dieser Basis des vorgelernten Französischen. Und so wird der Mehrwert des Französischen als Brücke zu den romanischen Sprachen, denke ich, besonders deutlich im Rahmen dieser Schulprojekte. Und das ist ein ganz wichtiger Motivationsfaktor für die Schülerinnen und Schüler, für das Fach Französisch, aber nicht zuletzt ja auch für das weitere Sprachenlernen, zum Beispiel für nachfolgendes Spanisch. Wir arbeiten da mit dem Konzept der Interkomprehension, also der Fähigkeit, tatsächlich auf der Basis vorgelernten Wissens, vor allem in Nahverwandt, schon viel zu verstehen, das gezielt zu trainieren, dieses Verstehen anderer Sprachen. Und das ist einer der Schwerpunkte am Lehrstuhl von Frau Pölzin-Haumann, diese Eurokomprehension, die Interkomprehension in den romanischen Sprachen als Forschungsschwerpunkt, und daran
forschen und darüber lehren wir auch. Und das ist also einer der, großen Vorteile auch dieser Schulprojekte. Auch in den Fächern Englisch und Französisch kann diese Vernetzung unglaublich gewinnbringend eingesetzt werden, indem man Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede, aber gezielt thematisiert und den Schülern zeigt, wie viel sie schon im Kopf haben, wenn sie Französisch gelernt haben und mit Englisch anfangen, was sie da nicht nur an Vokabeln, sondern auch zum Beispiel in Hinsicht auf Grammatik oder Syntax schon kennen und einfach nur übertragen müssen auf die neue Sprache. Die Projekttage sind, kann man zusammenfassend sagen, in jeder Beziehung eine Bereicherung für alle Beteiligten, denn die Schüler erhalten neue Perspektiven auf ihre Sprachen und ihr Sprachenlernen. Die Schulen profitieren davon, dass sie neue Ansätze ihren Schülerinnen und Schülern anbieten können, können das gegebenenfalls in ihr Schulportfolio als neues Element aufnehmen, mehr Sprachigkeit und auch Interkulturalität. Die Studierenden können das, was sie in der Theorie erlernt haben, in die Praxis umsetzen. Und schließlich und endlich, und auch das ist ein ganz wichtiges, ein wichtiger Faktor, die Erkenntnisse aus den Schulprojekten fließen wiederum ein in unsere Forschungsarbeiten und die Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Konzepte. Wir haben also hier ein Kontinuum, einen Kreislauf, der alle Akteure von der Uni über die Studierenden und die Schüler und die Schulen und die Lehrer wieder zurück in die Universität und in die Forschung große Gewinne uns einbringt. In diesem Sinne ist das ein ganz tolles Format, das Französische von einer ganz neuen Seite kennenzulernen und auf der anderen Seite eben Mehrsprachigkeit in ganz, ganz vielen Facetten kennenzulernen. Und vielleicht noch ein ganz schneller Nachtrag, fällt mir gerade ein. Wir arbeiten natürlich angesichts der gegenwärtigen Einschränkungen durch die Pandemie ganz konkret dieses Semester auch an der Erstellung digitaler Angebot für das Mehrsprachenlernen. Und da ist Nicole Schröder, die übrigens Koordinatorin des Instituts für Sprache und Mehrsprachigkeit ist, die ist da auch ganz maßgeblich beteiligt an dieser Erstellung der digitalen Angebote. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Frau Dr. Reisner, für diesen Einblick, gerade auch in die Arbeit mit und in den Schulen. Bevor ich dann weitergeben möchte an Herrn Pent, der selbst Student, Lehramtsstudent für Englisch und Französisch ist, gestatten Sie mir da eine Nachfrage zu stellen. Sie haben dargestellt, mit welchen Argumenten, guten Argumenten, Sie für Mehrsprachigkeit werben und für Sprachbewusstsein sorgen. Aber wenn ich mal ex negativo fragen darf, was sind denn die Vorbehalte, denen Sie begegnen? Was ist denn so die Reaktion? Hat sich das vielleicht auch verändert? Also gibt es da heutzutage viele Leute, die sagen, was soll ich das eigentlich mit dem Sprachenlernen? Das kann ich doch alles über Google Translator machen und das geht doch ohnehin mit KI bald alles ganz automatisch. Oder hat sich das vielleicht verändert, auch im Hinblick aufs Französische, in falsch verstandener Konkurrenz zum Englischen? Was sind denn da so die Negativargumente, denen Sie begegnen? Natürlich gibt es durchaus Menschen, die von Mehrsprachigkeit als besonderer Kompetenz nicht zu überzeugen oder nur schwer zu überzeugen sind. In der Realität zeigt sich aber gerade in unserem Tätigkeitsgebiet in der Grenzregion, dass Französischkenntnisse in fast jeder Beziehung von Vorteil sind. Und wenn sie eben nur rezeptiv, nur passiv sind, helfen sie schon wesentlich weiter, den anderen zu verstehen oder eben sich verständlich zu machen. Und gerade Französisch als Brückensprache in die Romagna, zu den romanischen Sprachen, damit erreicht man 1 Milliarde Sprecher, sprechen romanische Sprachen in der Welt. Also das ist eine unglaublich große Ressource, die man da über das Französische sich erschließen kann. Und alle Untersuchungen zu Mehrsprachigkeit in Unternehmen beispielsweise zeigen, dass eine Lingua Franca allein bei weitem nicht nur nicht ausreicht, um die Kommunikation sicherzustellen, sondern häufig sogar zu neuen Kommunikationsproblemen führt. Da haben wir unter anderem bei Smart schon interessante Ergebnisse gefunden, wenn sie im Englischen von Pink zu einer Autofarbe gesprochen haben, dann hat uns einer der Mitarbeiter gesagt, ja, der eine hat von Rose und der andere von Mauve gesprochen. Und entsprechend wurde
wurde der falsche Lack tatsächlich dann entwickelt. Also daran sieht man, dass dieses Englische, insbesondere das Englische als Lingua Franca, was ja die am häufigsten eingesetzte solche Sprache ist, bei weitem nicht ausreicht, um wirklich gut kommunizieren zu können. Und die Interkomprehension als Zustand, als Zugang zu einer zunächst rezeptiven Mehrsprachigkeit, dass man zumindest die anderen versteht und dann in seiner Sprache reagieren kann oder in der Sprache, die man am besten beherrscht, erweist sich als unglaublich nützliches Werkzeug für tatsächliche Kommunikation vor allem. Ja, herzlichen Dank. Dann darf ich weitergehen zu Herrn Max Pent. Herr Pent ist Student des Lehramts für Französisch und Englisch. Sie haben also die beneidenswerte Aufgabe, den Kindern den Substantiv näher zu bringen. Was motiviert Sie dazu und was sind die Erfahrungen, die Sie heute mitbringen können? Herr Pent, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Sie haben das Wort. Auch Ihnen herzlichen Dank, Herr Staatssekretär. Mit dem Subjunktiv geben Sie mir einen optimalen Startpunkt, denn in meiner most recent Lernkarriere hat mir der Subjunktiv im Französischen sehr dabei geholfen, den des Englischen zu verstehen. Denn wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, dass es da einen Modus gibt und wie der funktioniert, wann der ausgelöst wird und es dann neu im Studium lernen muss, ist es nicht wirklich neu, weil im Prinzip die Kategorien, die den Subjunktiv auslösen und auch den englischen Subjunktiv, sind die gleichen. Und so hat man zum Beispiel im Englischen in diesem Modus einen großen Vorteil. Und genauso hat es sich eigentlich auch mit der Lernerfahrung zwischen Englisch und Französisch in meiner ganzen Lernerfahrung verhalten. Denn vor allem in dem Bereich des Wortschatzes kann man enorm von den beiden Sprachen gegenseitig profitieren. Meine erste Begegnung mit diesem Phänomen der Kognatsprachen, die eben Französisch und Englisch sind, war tatsächlich in der 8. Klasse bei einer Lehrerin, die partout nicht verstehen wollte, warum wir Schüler einfach das Wort La Menace, die Bedrohung, uns nicht merken konnten. Und als sie dann das Beispiel des ersten Star Wars Films, The Phantom Menace, brachte, das ja dasselbe Wort ist, hat es bei mir tatsächlich auch Klick gemacht. Und das war so die erste Begegnung mit Mehrsprachigkeit, auch wenn mir nach wie vor das Vokabular gefehlt hat, das so zu beschreiben. Und auch die Lehrerin hat es damals nicht genau expliziert, was sie da uns eigentlich gerade für einen Vorteil verschafft, dadurch, dass sie einen Sprachvergleich anstellt. Und sich diesen Wortschatz zu nutzen machen, das hat auch in meiner relativ geringen Praktikumslehrerfahrung einen riesen Vorteil, denn wenn die Schüler erstmal merken, dass sie eigentlich schon viel können, dann baut das enorm deren Barrieren ab und motiviert sie enorm weiterzulernen, denn wenn sie schon was können, dann ist es nicht groß, ist keine große neue Hürde, sondern eine kleine Hürde. Das beste Beispiel dafür ist jetzt aus dem letzten Praktikum ein kleiner Bub, der italienische Wurzeln hatte und auch Italienisch sprach, der es aber verweigerte, Französisch zu lernen, eben weil er Angst hatte, durch Französisch, die neue Sprache, Italienisch in seinem Kopf zu verdrängen und damit auch die Wurzeln zu seiner Familie, zu seiner geliebten Großmutter zu verlieren. Und da habe ich eine ganz lange Videokonferenz mit Christina Reisner geführt, die mir dann zahlreiche hilfreiche Tipps gegeben hat, wie man mit dem Kleinen arbeiten kann, die ich dann auch teilweise umgesetzt habe. Und das Funkeln des Kleinen in den Augen war einfach ein enormes Erfolgserlebnis, sowohl für mich als auch für ihn. Und seine Lehrerin hat auch nach dem Praktikum weiter in diese Richtung mit ihm gearbeitet. Und es hat ihn auch tatsächlich motiviert, die Sprache Französisch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das ist das Wort. Und zum Schluss möchte ich damit betonen, wie unglaublich wichtig es ist, die Lehrer dahingehend auszubilden, weil es mir in meiner Schulkarriere an so expliziter Mehrsprachigkeitsinstruktion wirklich gefehlt hat und ich es für enorm hilfreich sowohl für Schüler als auch für Lehrer finde. Und wirklich dann Christina Reisner und Claudia Polzin-Haumann zu sehen, die das mit einer extremen Werbe vertreten und so Generationen von Studenten tatsächlich prägen, ist einfach was Schönes und enorm Wichtiges für die Zukunft des ersten mehrsprachigen Bundeslandes Saarland.
Ja, Herr Pent, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick. Das war jetzt in der Tat, die Brücke mit dem Subjunktiv war nicht abgesprochen, nur für die Zuschauer und Zuhörer. Und in der Tat habe ich jetzt für meine Grammatischkenntnis im Englischen auch schon wieder was gelernt. Also insofern hat es sich heute gelohnt, hier mitzumachen. Ich habe eine Nachfrage, weil das Bild von dem kleinen Jungen mit italienischen Wurzeln, das geht mir nicht aus dem Kopf. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt noch nicht so viel Praktikumserfahrung gemacht, aber Ihre Schulzeit ist ja auch nicht so ewig her. Was ist denn so Ihr Gefühl, was ist denn so Ihre Auffassung, wie man den Kindern Spaß am Französisch macht? Also ich meine, der Subjunktiv alleine ist es ja nicht. Ich will mal nur aus meiner, die ist schon ein bisschen länger her, Schulerfahrung sprechen, aber ich hatte einen ganz wunderbaren Französischlehrer, ich weiß nicht, ob er zuguckt, aber und wir waren im katholisches Gymnasium und der hat aber mit uns im Französischkurs und alle, die den kennen, werden jetzt vielleicht schmunzeln, Pierre Perret gehört und mit Le Zizi Themen angesprochen, die jetzt nicht zwingend am katholischen Gymnasium täglich jedenfalls auf Deutsch angesprochen wurden und er hat das mit uns auch übersetzt und hat, sag ich mal, über diesen besonderen Humor, den es in französischen Chansons gibt, Interesse geweckt, daran sich damit näher zu beschäftigen, aber eben auch den Subjunktiv zu lernen. Aber jetzt kann ja nicht jeder permanent Chansons hören und sich über Le Zizi Gedanken machen, aber was sind denn so Ihre Erfahrungen damit, was kriegt man denn die Schüler interessiert an Französisch, wenn es nicht gerade erotische Chansons sind? Also in meiner Erfahrung, ich würde jetzt wieder die Brücke zur Mehrsprachigkeit schlagen, kriegt man Schüler interessiert, indem man eben diese großen Interessenfelder von Videospielen zum Beispiel oder Serien aufgreift, die momentan im Umlauf sind eben in der Jugend und sich da auch die Mehrsprachigkeit zunutze macht. Beispielsweise in Videospielen oder auch in Gerichtsserien, die ich persönlich sehr liebe, sind Wörter eines sehr hohen Registers im Englischen meist französische Wörter. Und da ich wirklich die Erfahrung gemacht habe, wie motivierend mehrsprachige Erziehung, mehrsprachiges Sprachenlernen oder sprachvernetzendes Lernen, besser gesagt, sein kann, ist es meines Erachtens wichtig, diese Interessenfelder, die die Jugendlichen haben, die Schüler haben, auch damit zu verbinden im Sprachunterricht. Und wirklich, Frau Professor Claudia Preußen-Haumann hat es auch im Schlusswort zum Aktionsplan für das Grenzgebiet erwähnt, diese Konkurrenzbeziehung, die teilweise nach wie vor in den Köpfen der Menschen vorherrscht, als wirkliche Lüge hinzustellen und zu zeigen, dass man wirklich aus beiden Sprachen füreinander profitieren kann. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu Frau Nicole Schröder. Sie ist Projektleiterin, haben wir vorhin nochmal gelernt, am Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit. Mit meinen privaten Nachfragen habe ich jetzt die Zeit so ein bisschen in Anspruch genommen, aber wir nehmen sie uns jetzt sowohl für Ihren Vortrag als auch natürlich für die Nachfragen, derer wir schon einige jetzt über Facebook bekommen haben. Aber zunächst einmal, Frau Schröder, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, ich bin Nicole Schröder vom Institut für Sprachen und Mehrsprachigkeit und dort für die Koordination der Lehr- und Forschungsaktivitäten im Bereich Mehrsprachigkeit in der Lehrerbildung zuständig. Wir am Institut, auch ISM kurz genannt, bieten Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen für angehende und auch bereits praktizierende Lehrpersonen an. Das eben im Bereich der modernen Fremdsprachen, aber auch im Fach Deutsch. Und ich möchte Ihnen heute kurz eines unserer aktuellen Projekte vorstellen, um Ihnen an diesem Beispiel zu zeigen, wie wir uns für die Förderung der Mehrsprachigkeit einsetzen. Dabei spielt das Französische eine zentrale Rolle, denn es geht in diesem Projekt um das Saarland als interkulturellen Begegnungsort. Wir arbeiten hierfür mit der Lernwerkstatt der Geschichte zusammen. Und das Besondere da an unserem Projekt ist, dass die Lehramtsstudierenden, die unseren Kurs besuchen, in einer Verbindung von Theorie und Praxis selbst digitale Unterrichtsmaterialien zu diesem Thema erarbeiten. Diese Materialien zielen dann darauf, die französisch geprägte Geschichte und Kultur des Saarlandes aufzuzeigen und diese eben in den Französischunterricht und in den Geschichtsunterricht zu tragen. Das Ganze wird dann zu einem digital verfügbaren Lernarrangement zusammengefügt, dessen Inhalte einzeln dann sowohl im Fach Geschichte als auch Französisch eingesetzt werden können. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz zurückkommen auf den Begriff
Begegnungsort. Was versteht man darunter? Die deutsch-französischen Begegnungsorte im Saarland basieren auf Kultur- und Sprachkontakt zwischen Frankreich und dem Saarland. Das kann beginnen auf sprachlicher Ebene bei den Französismen im saarländischen Dialekt, über die Epoche der Industrialisierung, in der Frankreich hier sehr präsent war. Das kann aber auch weitergehen bis zu modernen Begegnungsorten, wie etwa dem Festival Perspektive. Sie sehen an diesen Beispielen, Frankreich war und ist im Saarland sehr präsent. Und das sollte auch in der schulischen Bildung nicht zu kurz kommen. Denn an gemeinsame Geschichte zu erinnern, ist eines der Ziele der Frankreich-Strategie. Und dieses möchten wir hier im schulischen Kontext eben erreichen. Weitere Ziele unseres Projekts wären dann auch, das regional-interkulturelle Bewusstsein zu stärken und zum Beispiel die regionalen Sprachen Deutsch, Saarländisch und Französisch zu vernetzen. Denn auch hier zeigt sich dieser sprachenvernetzende Ansatz, den meine Kollegin Frau Reisner vorhin angesprochen hat. Was man in einer Sprache bereits kennt, kann man in weitere Sprachen übertragen. Und interessanterweise eignet sich da auch der saarländische Dialekt dafür, wenn man sich dem Französischen annähern möchte. Wie werden jetzt diese Ziele konkret erreicht? Was man im Unterricht dann umsetzen kann mit diesen Materialien, ist aufzuzeigen, dass eben der saarländische Dialekt beim Französischlernen dienlich sein kann. So baut man mentale Sprachbarrieren ab. Vorhin wurden auch die Vorbehalte angesprochen, die man gegenüber dem Französischlernen oder dem Mehrsprachenlernen haben kann. Indem man diese Brücken aufzeigt, kann man diese Barrieren auch abbauen. Und gleichzeitig kann man ein positives Sprachbewusstsein gegenüber dem regionalen Dialekt fördern. Kulturelle Barrieren lassen sich abbauen, indem man sich bewusst macht und auch im Fachunterricht zeigt, dass die saarländische Kultur viele französische Einflüsse aufweist. Und man gewinnt außerdem Offenheit gegenüber dem Grenzraum als wirtschaftliche Einheit, wenn man weiß, dass Frankreich in der Vergangenheit eine sehr große Rolle gespielt hat in der wirtschaftlichen Entwicklung des Saarlandes. Zum Abschluss vielleicht nochmal ein Anwendungsbeispiel für unser Projekt. Im Geschichtsunterricht der gymnasialen Oberstufe ist das Thema Saarregion seit 1798 im Lehrplan vorgeschrieben. Und unser Lernarrangement erlaubt, in diesem Themenfeld auch sprachsensible Einheiten einzubauen, die dann eben zeigen, dass wirtschaftliche und politische Geschichte meist von sprachlichen und kulturellen Entwicklungen begleitet werden. Und im Französischunterricht wiederum können mit den Materialien dieses Projekts vor allem auch interkulturelle Kompetenzen gefördert werden, indem sie etwa den Blick auf die Interkulturalität der eigenen Heimat, der eigenen regionalen Identität richten und diese dadurch dann erlebbar machen. Das als kleinen Einblick in eines der Projekte, die in der Lehrerbildung verbunden mit den Zielen der Frankreich-Strategie aktuell bearbeitet werden. Ich hoffe, wir konnten Ihnen dadurch, oder ich konnte Ihnen an dieser Stelle ein bisschen näher bringen, wie sich die Arbeit in der Bildung und die Ziele der Frankreich-Strategie verbinden lassen. Ja, vielen Dank, Frau Schröder, für diesen Einblick. Wenn ich auch da, bevor ich zu den Facebook-Fragen komme, noch eine Nachfrage stellen darf. Sie haben von Begegnungsorten gesprochen mit der französischen Sprache, also im Grunde genommen mit Anknüpfungspunkten, an denen man Sprachvermittlung ansetzen kann. Meine Frage, die sich mir jetzt gestellt hat, wie stark kann man denn bei Schülern im Saarland auch Anknüpfungspunkte in deren familiären Hintergrund finden? Also sprich, wo Französisch vielleicht auch noch in der Familie irgendwo gesprochen wurde, wo Französisch deshalb eine Rolle spielt, weil man nach Frankreich in Urlaub fährt, weil es das Wochenende manchmal dort verbracht wird. Also gibt es da auch aufgrund der regionalen, der familiären, der geografischen Nähe, gibt es da vielleicht auch mehr Anknüpfungspunkte oder spielt das jetzt bei der Sprachvermittlung eine geringere Rolle? Oder sagen wir mal, ist es ein großer Vorteil, wenn man aus einer Familie kommt, die irgendwie auch einen Bezug zu dem Land hat, was ja im Saarland häufiger vorkommt? Also ich denke, es ist in jedem Fall immer ein Vorteil für den Lerner selbst, weil es ja irgendwie auch die sprachliche Identität eines jeden Sprechers ausmacht, wenn Sprachen im Alltag präsent sind, nicht nur im schulischen Alltag, sondern eben darüber hinaus im Privatleben, durch Urlaube, durch Familie. Das hat ja auch Herr Pent vorhin an dem Beispiel mit dem italienischen Jungen gezeigt.
Und da zeigt sich dann doch die besondere Lage des Saarlandes an der Grenze zu Frankreich und eben in Verbindung mit der Geschichte, die das Saarland mit Frankreich verbindet, dass vielleicht auch familiäre Geschichten da viel mehr französische Einflüsse aufweisen, als man zunächst vermutet. Also man könnte da sicherlich auch schöne geschichtsdidaktische Projekte weiterspinnen und etwas tiefer graben, sage ich mal. Denn das Französische ist auf jeden Fall tiefer verankert in der saarländischen Kultur, als man eben denkt. Und auch, weil Sie jetzt auch die Sprachen innerhalb der Familie angesprochen haben, auch Herkunftssprachen lassen sich da super mit einbauen. Denn wenn man die Interkulturalität einer Region darstellen will, dann ist das ja nicht nur die historische deutsch-französische Interkulturalität, sondern eben auch die moderne Interkulturalität des Saarlandes als Wirtschaftsregion, das vielleicht auch viele Menschen aus beruflichen Gründen anzieht. Und auch diese Formen von Interkulturalität lassen sich ja dann super mit einbauen, beziehungsweise hier lassen sich gute Brücken schlagen. Ja, vielen Dank auch für diese Antwort. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Fragen in den leider nicht mehr vielen Minuten, die wir uns Zeit hier in diesem Format nehmen können. Aber alle diejenigen, die Fragen gestellt haben, das Redaktionsteam sozusagen auch im Hintergrund wird dafür sorgen, dass das über den Chat, über Facebook oder wenn wir die E-Mail-Adresse haben, auch bilateral beantwortet wird. Ich fange mal an mit Fragen, die sich vermutlich insbesondere an Frau Polzin-Haumann richten und versuche die mal ein bisschen zusammenzufassen und würde Sie dann bitten, Frau Polzin-Haumann, auf die kurz zu reagieren. Die erste Frage kam über Facebook von Julie Cano, die sich zunächst mal bedankt für die interessanten Informationen. Gerne würde ich wissen, was Sie sich für die zukünftige Zusammenarbeit der Universität des Saarlandes mit der Frankreich-Strategie wünschen. Wo und wie soll diese Zusammenarbeit Ihrer Meinung nach konkret vertieft werden? Und eine weitere Frage, die sich auch an die Vizepräsidentin der UDS richtet, von Munir Kudeir. Ab wann wird es möglich sein, im Bereich Europastudien an der UDS zu studieren? Und zwei weitere Fragen von Aminata Seck, auch an Frau Polzin-Haumann. Guten Tag, Frau von Professor Polzin-Haumann. Wo sehen Sie die Chancen der Frankreich-Strategie für die Hochschulbildung? Was ist die Strategie der UDS in Bezug auf die frankophone Welt? Frau Polzin-Haumann, eine Bitte um Beantwortung. Ja, vielen Dank. Das sind natürlich jetzt viele Fragen und ich habe wenig Zeit. Wir können das aber gerne bilateral auch per E-Mail weiterführen. Als erstes kann ich ganz kurz die Frage nach den Europastudien beantworten. Die sind in diesem Wintersemester angelaufen. Der Bachelor Europawissenschaften mit drei Säulen erstmal. Also das ist ab jetzt sozusagen möglich. Man kann sich einschreiben im nächsten Zyklus. Dann die Frage nach der, wie war das jetzt, die Zusammenarbeit vertieft werden. Also generell kann man vielleicht sagen, dass dass Frankreich und die frankophone Welt für uns wirklich privilegierte Partner sind, weil wir eine besondere Beziehung dazu spüren, weil viele unserer Absolventen auch tatsächlich mittlerweile dort in Schlüsselpositionen an der Hochschule sitzen und wir dort also auch dann viel leichter gemeinsame Studiengänge aufbauen können. Wir würden uns natürlich wünschen, auch unsere deutsch-französischen Studiengänge weiter auszubauen, also unser Portfolio da weiter zu vergrößern. Einer der nächsten Studiengänge wird ja hoffentlich ein gemeinsamer Studiengang mit Frankreich in Bezug auf die Grundschullehrerausbildung hier in der Großregion, aber auch mit Frankreich, mit französischen Hochschulen in Frankreich oder in der Frankophonie haben wir natürlich noch viel vor. Wir haben sehr intensive Kontakte zu vielen Hochschulen auch ins frankophone Afrika, wo wir auch
nicht nur inhaltlich arbeiten mit Studiengängen, sondern auch tatsächlich Projekte haben, ja, im Bereich der Qualitätssicherung. Also insgesamt sozusagen die Hochschulzusammenarbeit in ihrer ganz breiten Form. Vielleicht so viel erstmal zusammenfassend, und wie gesagt, ich gehe gerne noch auf Einzelheiten ein im bilateralen E-Mail-Kontakt. Ja, vielen Dank. Den Kontakt stellen wir unmittelbar nach der Veranstaltung her. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung unterstreichen. Ich glaube insbesondere die Alumni, die die Universität des Saarlands in der frankophonen Welt hat, Sie haben Afrika angesprochen, das ist eine Riesenchance. War neulich in Dakar und hatte einen Gesprächspartner. Am Ende sagte er, im Übrigen, ich wollte noch sagen, ich bin sozusagen derjenige, der so ein bisschen das Netzwerk der frankophonen Studierenden oder der afrikanischen Studierenden aus der frankophonen Welt hier in Westafrika organisiert. Da gibt es unglaublich viele Anknüpfungspunkte, auf denen die universitäre, aber eben auch die ökonomische und politische Zusammenarbeit des Saarlandes aufbauen kann. Da sind die Alumni, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel, und die Universität ist da ja auch sehr rege. Wir haben jetzt zwei weitere Fragenkomplexe, will ich mal sagen. Das eine, die eine, die sich richtet an Frau Dr. Reisner, gestellt von Frau Denise Marafona Rodriguez. Sie fragt, inwiefern kommunizieren Sie diese erfolgreichen Praxisbeispiele, von denen Sie gesprochen haben, im Bereich der Förderung der Mehrsprachigkeit an Schulen, damit auch weitere Universitäten, vor allem in der Großregion, sich ein Beispiel nehmen können, oder es vielleicht auch zu grenzüberschreitenden Projekten wie Schulpartnerschaften kommen kann? Und dann, ich gehe davon aus, die kommt auch noch von Frau Rodriguez, ab wann wird es diesen binationalen Lehramtsstudiengang geben? Ich habe die Information leider nicht gehört, falls sie genannt worden ist. Und sind Module wie Mehrsprachigkeit im Unterricht Pflichtveranstaltungen in Lehramtsstudiengängen? Das würde ich an Frau Dr. Reisner geben und dann vielleicht an die beiden den Lehramtsstudenten, Herrn Pent, und an Frau Schröder die Frage von Caroline Eberle, welche Erfahrungen Sie mit grenzüberschreitender Hochschulbildung selbst gemacht haben. Ich gebe jetzt einfach Frau Dr. Reichner und dann Ihnen beiden das Wort zur Beantwortung dieser Fragen, und dann machen wir noch eine letzte Runde, und dann ist die Zeit leider auch schon wieder abgelaufen. Frau Dr. Reichner. Ja, also zu der Frage nach der grenzüberschreitenden Kommunikation und Zusammenarbeit. Wir arbeiten insbesondere im Rahmen der Universität der Großregion ganz eng mit den Universitäten Metz-Nancy und der Uni Luxemburg zusammen in ganz konkreten Projekten, auch im trinationalen Master. Und im Rahmen dieser Kooperation hat es auch schon viele Lehrveranstaltungen an den Partneruniversitäten gegeben zur Mehrsprachigkeit, zur Interkomprehension und zum Unterricht, zum sprachenvernetzten Unterricht. Es gibt Lehrerfortbildungen am LPM regelmäßig. Da bieten Frau Polzin-Hammann und ich gemeinsam eine Fortbildung für Lehrende aller sprachlichen Fächer an, zum sprachenvernetzenden Lernen und Lernen. Das machen wir auch schon seit einigen Jahren und haben auch schon viele Multiplikatoren unter den Lehrkräften auf diese Weise fortgebildet, die das in die Schulen weitertragen. Es gibt immer mal natürlich neue Schulpartnerschaften. Es gibt, wie gesagt, 2 Eurocom Projektschulen im Saarland. Wir sind gerade dabei, mit dem Lycée d'Orsay in Schöneck eine Partnerschaft auf die Beine zu stellen. Das ist aber gerade in den Anfängen. Aber da gibt es, wie gesagt, viele Kontakte und Aktivitäten. Und natürlich sind wir jederzeit und gerne offen für weitere Kontakte und Interessenten, die da intensiver mit uns zusammenarbeiten wollen. Möchten. Die Module für die Mehrsprachigkeit im Unterricht sind im Rahmen der Sprach-Lehr-Lernforschung Wahlpflichtmodule für die Studierenden der romanistischen Lehramtsstudiengänge. Es gibt auch zahlreiche Seminare in der Sprachwissenschaft, die sich darum drehen. Insofern, ich glaube, man kommt gar nicht komplett daran vorbei, als Studierender in der Romanistik in den Lehramtsstudiengängen sich damit irgendwann auseinanderzusetzen im Laufe des Studiums. Es gibt wohl theoretisch die Möglichkeit, sich drumherum zu lavieren, aber im Prinzip absolvieren fast alle Studierenden, würde ich sagen, irgendwelche Module und Lehrveranstaltungen dazu. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Reisner. Frau Schröder und Herr Pent, die Frage zur eigenen
Erfahrung mit grenzüberschreitender Hochschulbildung und vielleicht auch die Vorteile, den das für die Vermittlung und das Erlernen von Mehrsprachigkeit haben kann. Ich glaube, dazu kann Herr Pent vielleicht etwas mehr Informationen aus dem Studium geben. Da würde ich lieber erstmal den Vortritt lassen. Also der Vorteil ist, dass die Universität eben eine riesen internationale Ausrichtung hat und es so eben für die Studierenden die Möglichkeit gibt, sich in jegliche Partneruni zu bewegen, um dort live die Sprache zu lernen. Und ich bin jetzt gerade im Lycée Condorcet als Fremdsprachenassistent und da hat auch eine Dozentin dazu verholfen, dort anzufangen. Und die, eben weil die Universität so vernetzt ist, habe ich jetzt dort den Vorteil, in solchen Binomen mein Französisch zu üben, wo ich Französisch rede und vom Muttersprachler verbessert werde und der Muttersprachler wiederum Deutsch redet und ich ihn verbessere. Und das ist meines Erachtens für die Mehrsprachigkeit und für das Üben auch aktiv zum Beispiel Code zu switchen, was auch eine sehr schöne und kreative Leistung ist, die mich nach wie vor fasziniert, optimal an unserer Uni. Ja, vielen Dank. Meine Damen, sehr geehrter Herr Pent, wir sind am Ende der heutigen Veranstaltung angelangt. Es ist leider so, dass wir nicht immer unbeschränkt Zeit haben, aber ich glaube, wir könnten noch lange darüber sprechen und es sind auch noch ein paar Fragen mit Sicherheit noch eingegangen. Ich will Ihnen ganz herzlich danken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, will Ihnen aber insbesondere auch im Namen der Saarländischen Landesregierung ganz herzlich danken für die Unterstützung, für die Partnerschaft, für die Begleitung der Frankreich-Strategie oder beziehungsweise der Frankreich-Politik der Landesregierung, die es ja schon länger gibt als die Frankreich-Strategie. Die Hochschulen sind für uns ein so unerlässlicher Partner und im Grunde genommen auch die Motoren dieser Entwicklung immer gewesen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und Sie einladen, dies genauso mit uns weiter zu machen. Einladen, das möchte ich auch all diejenigen, die auf dieser Mitmachplattform weiter mit uns diskutieren wollen, sich informieren wollen. Das ist bereits nächste Woche wieder möglich. Wir haben am 27. Januar zwischen 18 und 19.30 Uhr eine gemeinsame Online-Konferenz des Saarlandes und der Région Grand Est, konkreter gesagt unseres gemeinsamen Büros in Paris. Das findet an dieser Stelle wieder statt im Rahmen einer Online-Konferenz. Dann am kommenden Mittwoch zu dem spannenden Thema der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Und zwar zum einen angesichts der Kooperation, die es hier in der Region gibt zwischen dem Saarland und der Region Grand Est beziehungsweise der Moselle und im Vergleich zur katalonisch-französischen Zusammenarbeit von La Cerdagne in Katalonien. Dazu werden kommen die Vizepräsidentin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Mehrsprachigkeit der Region Grand Est, Frau Nicole Müller-Becker, und der Bevollmächtigte der Regierung Kataloniens in Paris, Daniel Camós. Ich spreche kein Spanisch, aber ich hoffe, man versteht es trotzdem. Und ich freue mich auf diese Diskussion. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben, dass Sie mitgemacht haben. Herzlichen Dank an all diejenigen, die mit mir haben sprechen wollen heute. Frau Polzin-Haumann, Frau Dr. Reisner, Frau Schröder, Herr Pent. Viel Erfolg weiterhin in dem, was Sie tun. Viel Spaß und bleiben Sie mit genauso viel Herzblut dabei, wie man das heute gemerkt hat. Nochmal herzlichen Dank, einen wunderschönen Tag und bis sehr, sehr bald. Auf Wiedersehen.